Wir machen weiter mit einer Zeitreise in die 1930er. Schon damals gab es Abenteurer, die mit dem Motorrad die Welt bereist haben. Michael Schulze hat historisches Filmmaterial zusammengetragen und neu vertont. Was die Motorrad-Abenteuer-Pioniere damals erlebt haben, das hat er in der Karawane im Café Steinbruch in Duisburg gezeigt. Und wir waren für euch mit der Kamera dabei. Wir sind heute wieder bei der Karawane in Duisburg. Hier gibt es heute wieder richtig spannende Reisegeschichten und Kultur. Neben mir, da sitzt der Michael Vortragender von heute. Erklär uns mal, du hast heute was ganz Besonderes hier im Programm, was du heute Abend zeigst. Ja, wir sehen heute Abend historisches Filmmaterial, die vor über 80 Jahren gelaufen sind. Wir sehen einen Film mit dem Gespann ans Nordkap. Und wir sehen die erste Afrika-Durchquerung von Süd nach Nord mit drei Hochgespannen aus 1935. Kannst du schon mal ungefähr erklären, was erwartet den Zuschauer heute Abend hier? Also wer ist da gefahren? Wie haben die das überhaupt geschafft damals? Ich sag mal, das sind ja Touren, die auch heute nicht ganz ohne sind. Mit der damaligen Technik war aber doch bestimmt schwierig, oder? Ja, es gab reichlich Pannen natürlich, wobei die Pannen gar nicht so sehr geschildert sind, weder im Buch, was es von der Reise gibt, noch auch im Film. Aber die Böhmers, die Hauptprotagonisten der Reise, waren Erzieher in einer Wiener Erzieherschule. Und diese Erzieherschule wurde im Rahmen der sogenannten Februaraufstände, die es in Wien gab, wurde diese Schule geschlossen, sodass sie von einem Tag zum anderen arbeitslos waren. Der Josef Böhmer hatte sich schon früher mit Kameraführung und auch natürlich mit Motorradreisen beschäftigt und er sagte, verbinden wir doch alles zusammen und machen jetzt auf einmal Filme über unsere Reisen. Und die Nordkap-Reise war im Prinzip die Vorbereitungstour zu der dann anderthalb Jahre später stattfindenden Afrika-Reise. Wie ist bei dir so das Interesse an diesen alten historischen Reisen gekommen und wie bist du überhaupt an das Material rangekommen? Ich sammle seit rund 15 Jahren Motorrad-Reisebücher und auch Filme. Im Buch gibt es einen ganz dezenten Hinweis, dass die auch Filme gedreht haben. Und irgendwann mal hatte ich einen Zufallsfund, dass es einen Film gibt im Smithsonian Museum in den USA. Das ist das größte Museum der Welt, was mir bis dahin auch nicht bekannt war. Und dort lagerte der Film im Archiv. Und ich habe einfach die Leute mal angemailt, was ist mit dem Film, kann man den bekommen? Und ich sage, ja, hier ist ein Formblatt, schicken wir dir zu, überweisen uns $50 und die Sache ist gut. Und dann habe ich den Film erstmal in der Tasche gehabt. Aber Jahre später ist noch rausgekommen, es gibt nicht nur diesen Film, den ich aus dem Smithsonian Museum hatte, das war erstmal nur der Film über die Afrika-Reise, sondern es gab auch noch einen Professor in Wien, der die Böhmers auch noch persönlich kannte und der hatte noch einen längeren Film über die Reise und hatte auch den Nordkap-Film, der mir bis dahin vollkommen unbekannt war und dem habe ich dann auch Kontakt aufgenommen und dem habe ich meinen Film aus dem Smithsonian Museum geschickt, wo auch noch Szenen drin waren, die er nicht kannte und er hat mir seinen Film geschickt plus den Nordkap-Film mit der Vorbereitungsreise. So kam ich im Prinzip ja per Zufall an diese Filme ran. Mhm. Wir waren noch weit von unserem Tagesziel entfernt, als wir vor einem See Halt machten. Er mochte gute 100 Meter breit sein. Seine Länge konnten wir gar nicht absehen. In der Mitte zeigte eine starke Strömung. Was aber das Merkwürdige war, die Straße, die hier allerdings nur mehr angedeutet war, endete direkt im Wasser. Auf keiner Karte war dieser See eingezeichnet. Waren wir am Ende doch vom richtigen Weg abgekommen? Langsam wurde es uns zur traurigen Gewissheit, dass dieser Riesensee durch einen Regenguss erst vor kurzer Zeit entstanden war. Unser Weg führte mitten hindurch. Ratlos standen wir da. Zuerst versuchten wir, das Wasser zu durchwaten. Es reichte uns bald bis zum Knie und die Strömung in der Mitte war so stark, dass keiner von uns es wagte, mit der Maschine hineinzufahren. So entschieden wir uns, unser Lager aufzuschlagen, um den nächsten Tag abzuwarten. Das Buch mit 14 PS durch Afrika und die gleichnamige DVD mit den beiden historischen Reisefilmen, die könnt ihr beim Verlag Kastanienhof bestellen.